Herzlich willkommen hier zu meiner Qualifying-Analyse aus Abu Dhabi und ja, dominant vom Lewis, aber interessanterweise erste Pole nur von ihm seit Deutschland Grand Prix, ja, und nur 5 insgesamt dieses Jahr. Also das war ist interessant, wie er da irgendwie nicht ganz so spektakulär war wie in vorherigen Jahren im Qualifying. Vielleicht fühlt er sich nicht ganz so wohl mit dem Setup, aber nichtsdestotrotz, sonntags ist er wahrscheinlich der Beste aller Zeiten, der beste Lewis aller Zeiten. Also da macht er es wieder gut und hat 8 Rennen gewonnen dieses Jahr, als er nicht von Pole gestartet ist. Also die meisten Rennen immer nicht von Pole startend. Also das ist natürlich schon stark. Dann zweiter war Bottas, der letzter startet morgen wegen seinem Motorwechsel. Und deswegen interessant, wie er sich da durchfighten wird. Das wird ein guter Kampf. Gut zum Zuschauen morgen, diese ganzen Fights. Verstappen, wie immer, das Beste aus dem Auto rausgeholt. Und ich freue mich auf die erste Kurve, weil Hamilton hat nach Brasilien gesagt, oh, da habe ich was dazugelernt, denn der Verstappen war ganz schön aggressiv und da muss ich dagegen halten. Also morgen können wir da vielleicht ein paar Rad-an-Rad-Duelle sehen nach dem Start, das wäre doch toll und wünschenswert. Ferrari hat wieder die Strategie ein bisschen versemmelt, Leclerc hat es nämlich nicht über die Linie geschafft und somit hat er nicht eine Chance gehabt, da noch vielleicht Zweiter zu werden vor Verstappen, weil den Speed hätte er gehabt. Also das ist irgendwie eine Achillesferse bei denen, ne? Diese Strategiesache, da müssen sie sich echt verbessern noch. Sebastian war dann Vierter, hat wieder irgendwie nicht geschafft, die Speed vom Leclerc zu gehen im Qualifying. Dafür ist er aber morgen im Rennen dann definitiv mindestens genauso stark wie Leclerc meistens. Also von ihm kann man noch was erwarten. Und die starten auf verschiedenen Strategien. Ja, der Sebastian startet auf Soft, was ihm einen besseren Start gibt. Aber dann ein bisschen schlechtere Strategie. Leclerc auf Medium, schlechterer Start, aber dann bessere Strategie, weil er viel länger fahren kann damit. Also auch das bleibt spannend. Dahinter hatten wir dann Albon, kann man nicht viel sagen, und dann Lando Norris, der einen super Job gemacht hat, um den Ricciardo und Sainz zu schlagen dahinter. Ich glaube, das war es dann eigentlich für heute. Jetzt will ich noch ein paar Fragen von euch nehmen. Und zwar auf YouTube kam hier von @Tom, warum ist Mercedes in Abu Dhabi so dominant in den letzten 5 Jahren? Der Grund ist, weil die am meisten Downforce gerade auf dem Auto haben in den langsamen Ecken. Und gerade der letzte Sektor ist absoluter Downforce-Sektor. Weil da gibt es nur Kurven und gar keine Geraden und auf den Geraden kühlst du die Reifen ab. Und wenn du viel Downforce hast, dann tust du weniger Temperatur in die Reifen rein, weil du weniger rutscht. Und dann und das summiert sich dann von einer Kurve zur nächsten, wird es immer schlimmer. Wenn du jetzt im Ferrari sitzt und du rutschst in der ersten Kurve, dann kriegst du mehr Temperatur. Zweite, dritte, vierte. Und bis du bei der sechsten Kurve ankommst, im letzten Sektor, da hast du so viel mehr Temperatur in den Reifen als Mercedes, hast keine Chance. Und es ist echt so, dass die 6 Zehntel pro Sekunde, pro Runde verlieren im letzten Sektor im Vergleich zu Mercedes. Also ein riesen Unterschied da zwischen Ferrari und Mercedes. Und da sieht man einfach, wie viel mehr Downforce Mercedes drauf hat. Das ist auch deren absolute Stärke. Und dann nehme ich noch @Philipp. Gab es bei dir in Abu Dhabi Momente, wo du aufgrund der untergehenden Sonnen fast nichts sehen konntest? Ja, das ist auch eine Herausforderung hier auf der Strecke, dass du mit Sonne startest und dann untergehende Sonne und im Dunkeln aufhörst das Rennen. Und da mussten wir uns individuell, jeder Fahrer, seine Tricks ausdenken. Was ich gemacht habe, ist, dass ich dann so ein Tear-Off mir gebastelt habe. Ein dunkles Tear-Off, das heißt, auf dem Visier drauf war so ein Abreißvisier, das ist das deutsche Wort, was wirklich dunkel war und darunter aber ein klares Visier. Also ich habe dann dieses dunkle Abreißvisier die erste halbe Stunde im Rennen drauf gehabt, bis die Sonne unterging. Und das hat mir dann auch geholfen, als die Sonne in den Kurven, wo es wirklich von vorne kommt, die Sonne, und du wirklich gar nichts siehst. Du siehst keinen Bremspunkt, kein gar nichts, das ist echt schwierig. Und dann, wenn die Sonne untergeht, zack, das dunkle Abreißvisier weg. Und auf einmal habe ich klares Visier und kann viel besser in der Nacht sehen. Das war so ein Geheimnis, was ich dann benutzt habe und so wieder meine Vorteile da so rausgeholt habe. Jeder macht das ein bisschen anders. So, und dann bitte schaltet ein morgen auf RTL, da werde ich für euch vorm Mikro sein. Danke für die Fragen und bitte subscribe, falls ihr neu seid. Das war's, oder? Haben wir noch irgendwas? Also falls ihr noch Fragen habt, das könnt ihr einfach unten in die Kommentare reinschreiben und dann suche ich da ein paar raus oder Nico sucht sie sich raus, liest sie durch und dann beantwortet er die morgen wieder für den Race Day. Ciao.